Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder euer Tim von eurem YouTube-Channel Wettscheine, Top-Wettscheine. Also, es geht heute wieder weiter mit unserem Wettanalyzer. Wir wollen für den heutigen Tag, für den heutigen Montag und den Start der Woche einfach die, auf jeden Fall lukrative Wetttipps rausfinden. Und dafür bin ich jetzt im Wettanalyzer. Ihr könnt das Tool haben mit dem Klick. Unter dem Video gibt es einen Link zu einem Angebot mit 20% Nachlass. Aber wir gucken wie immer tagtäglich hier rein und gucken uns mal ein, zwei gute Begegnungen an. Was nehmen wir denn heute? Was haben wir denn heute überhaupt Interessantes? Ich würde sagen, wir gehen heute mal in den Bereich Spanien. Levante gegen Real Sociedad. Und klicken auf Spiel analysieren und gucken, was da so kommt. Und da sehen wir als allererstes mögliche Endergebnis wetten. Und das absolut wahrscheinlichste Endergebnis ist ein 1:1. So, und ein kurz danach gefolgt mit 11,09% der Wahrscheinlichkeit ist das Ergebnis 1:0. So, wenn wir hier auf die Tippübersicht gehen, dann haben wir hier noch eine sehr wahrscheinliche Wette mit einer Überwette, Übertore-Wette, und zwar die 1,5, über 1,5 Tore-Wette mit fast 75% Wahrscheinlichkeit. Ja, und auch die hier ist sehr, sehr wahrscheinlich unter 3,5 Tore mit 72,1%, also das ist schon mal ziemlich gut. Und in der ersten Halbzeit wird es aller Voraussicht nach kein Tor geben, so sagt es hier unser Tool. Anhand der Berechnungen und der Daten der letzten Spiele. Ansonsten, was man hier noch haben kann, ist eine doppelte Chance-Wette. Finde ich auch gut, aber würde ich die Finger von lassen. Was ich sehr gut finde, ist hier nochmal die erwartete Anzahl der Tore. Das ist natürlich super cool, weil hier sieht man einfach, dass es sehr wahrscheinlich gibt, sehr wahrscheinlich sein wird, mit zwei Toren das gesamte Spiel durchzugehen. Vorsicht an der Stelle, es sollte wirklich nur maximal 3 Tore geben. Dann kann man allerdings auf diese Wetten setzen, tatsächlich entweder 2 oder 3 Tore und dann gleichzeitig die hier unter 3,5 Tore. Aber da ist natürlich die Quote nicht so doll. Aber man könnte sozusagen eine über 1,5 Tore Wette nehmen und eine unter 3,5 Tore Wette. Die beiden könnte man tatsächlich als Wetten entsprechend platzieren und die erwartete Anzahl der Tore. Und dann hat man schon ein ziemlich cooles Package geschnürt, mit dem, was ich jetzt hier gerade euch vorgestellt habe. Da hätte man schon jetzt irgendwie richtig gute Wetttipps auf dem Schein und mit denen kann man heute auf jeden Fall was machen. Wir haben uns heute angeguckt, das Spiel Levante gegen Real Sociedad. Wenn ihr die anderen Spiele euch alle noch angucken wollt, guckt mal, was hier los ist. Auf der gesamten Welt in zig Ländern könnt ihr so eine Analyse durchführen, wie jetzt gerade eben angesehen. Da bleiben genug Spiele, um richtig was auf den Schein heute zu setzen. Wie gesagt, ihr könnt es euch holen, dieses Tool. Ihr braucht eine Internetverbindung, logischerweise, und Microsoft Excel auf eurem Rechner. Dann könnt ihr das Tool nutzen. Also viel Spaß euch damit. Klickt auf den Link und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns wieder hier sehen. Und bitte liked das Video, wenn ihr so etwas mögt, und abonniert unseren Kanal, wenn ihr solche Tipps grundsätzlich haben wollt. Und dann verpasst ihr auch keine mehr. Bitte mal aber unter die Kommentare auch schreiben, was ist cool an den Videos, was ist nicht cool an den Videos. Wir wollen besser werden und euch erreichen und deswegen sagt Bescheid, was ihr haben wollt. Also, danke bis dahin, ciao, euch einen schönen Tag und viel Erfolg hier beim Wetten, viel Spaß mit dem Tool. Ciao!